Wir hoffen uns natürlich an den präventiven Ansatz, dass der Täter einfach auch mitbekommt, was er da gemacht hat, ist nicht in Ordnung, er wird dafür bestraft und er macht es nicht mehr. Zum anderen hat man natürlich die Schutzausstattung der Kolleginnen und Kollegen verbessert, angefangen von der Schutzweste bis hin, es gibt eine neue Dienstwaffe. Die bayerische Polizei verfügt nun über dieses Elektroimpulsgerät, sogenannter Taser. Und auch die Bodycam, die im Einsatz ist mittlerweile, all das soll, sage ich mal, zum deeskalierenden Verhalten beitragen. Dadurch, dass wir jetzt die Sachbearbeitung zentralisiert haben bei einem festen Ansprechpartner auf jeder Polizeiinspektion im Tagdienst, kann natürlich, sage ich jetzt mal, die Sachbearbeitung beschleunigt ablaufen, beispielsweise Einholung von Stellungnahmen, beispielsweise Strafantrag und dergleichen mehr. Was mir vormals so im Durchschnitt circa 12 Wochen gedauert hat, bis die bis das Ergebnis an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden konnte, soll jetzt so bei 2 bis 3 Wochen liegen. Bei den Städten ist die Stadt Günzburg an erster Stelle, in Anführungs- und Schlusszeichen, gefolgt von der Stadt Kempten, Stadt Kaufbeuren und Lindau. Also diese Mittelstädte sind bei uns, belegen die vorderen Plätze. Wenn man die Landkreise sich mal anschaut, dann ist auch der Landkreis Günzburg, der den ersten Platz belegt, der Landkreis Ostallgäu in dem Fall das Schlusslicht darstellt. In so Situationen wie eine Festnahme natürlich, wenn die Kollegen einen Haftbefehl vollziehen, wenn jemand in Gewahrsam genommen wird, wenn man bei jemandem eine Identitätsfeststellung durchführen muss, weil er beispielsweise eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Meine Erfahrung ist, dass jetzt die absolute Schuldunfähigkeit eher die Ausnahme ist. Eine verminderte Schuldfähigkeit kommt öfters mal vor. Ob der dann eine mildere Strafe kriegt, kann sein, muss aber nicht sein. Das hängt eben dann immer vom Einzelfall ab, ob er im Vorfeld vielleicht schon mal aufgetaucht ist unter Alkohol und erst daher hätte wissen müssen. Also es ist nicht zwingend, dass einer unter Alkohol immer eine Strafmilderung bekommt. Wir möchten nicht, dass tatsächlich die Fälle dann irgendwie vorgezogen werden oder halt da so eine Art Sonderjustiz entsteht, sondern tatsächlich der Richter hat alle Fälle zu bearbeiten. Jeder ist vom Gesetz gleich und der Richter ist unabhängig und daher ist es tatsächlich so, dass der Richter, der sieht ja, was Sache ist, was der Inhalt des Falles ist. Und wir haben schon die Hoffnung, dass er dann natürlich auch je nach Arbeitsbelastung das zügig bearbeitet und zügig verhandeln wird. Aber es soll eben nicht so sein, dass das dann vorgezogen werden würde.